Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme von Rocket League. Wir spielen heute wieder den Mutator-Modus, diesmal mit dem Modus Cubish. Das heißt, der Ball ist ein Würfel und die Wiederaufladung des Nitros geht langsam vonstatten. Das sind auch schon alle Einstellungen, aber glaubt mir, so einen Würfel als Ball zu haben, ist crazy genug. Was mach ich? Was machst du? Er schießt einfach an ein Eigentor. Geil, Alter. Fängt schon gut an, Alter. Ja, ich sag doch, so einen Würfel zu haben, ist einfach echt crazy. Der erst du eher gemacht, weiß ich, ey. Nein, ich hatte nicht mal berührt. Geht der Zähler, unser Zähler ist es AFK. Ja, hoffentlich kriegen wir den. Oh, warte, der Würfel. Hat uns alle verarscht. Und du weißt halt nie, wie der Würfel wegspringt. Der springt halt total random von allem weg. Von Wand, von Spieler. Alter! Er macht einfach random Party. Party, Alter, ich flieg weg. Und wieder random jump und er bleibt stehen und er bewegt sich wieder und er bleibt stehen und er bewegt sich wieder. Alter. Und yes, der kommt glaube ich ganz gut. Nein! Ja! Oh mein Gott! Jetzt ist der Holly wieder aber ins Grund davon. Ja, Würfel halt, ne? Wow, wow, wow! Nice. Kommt wieder Teammate. Wie schon gesagt, das ja, wir kommen jetzt wieder Bait. Also der Haut war der Bot. Jetzt kommt wieder ein richtiger. So. Ah. Alter, der Würfel ist so krank. Alter, es bleibt da einfach an der Wand hängen. Weißt du, was ich meine? Der bleibt wieder an der Wand hängen. Am Boden hüpft er den komischen Formel rum, aber der Wand, da fällt er einfach runter wie ein Stein. Ja. Oh, leck, Alter. Weißt du, was ich meine? Macht einfach den Steinwurf. Oh, der kommt schön. Oh, einfach so hart mit dem Ding irgendwie zu zielen. Ey, what the fuck, Alter. Ich häng die ganze Zeit an irgendwelche Wände irgendwie. Oh, ich habe ihn abgewehrt. Geil. War zwar mehr random als irgendwas anderes. Blut. So, jetzt der Konter. Aber der hüpft halt am Boden so mega Mongo-mäßig rum, der Würfel. Ja. Kannst einfach... Du musst den halt eigentlich aus der Luft spielen, weil sobald er den Boden berührt, springt er in irgendeine Richtung random weg und du kannst halt nicht mehr abschätzen, wo er landet. Das ist eigentlich auch eine gute Taktik. Einfach versuchen, ihn übers Tor zu schießen. Der fällt ja gerade runter. Wer stand da unten, der hat mich so indirekt reingemacht irgendwie. Ja, das sieht so aus, als verlieren wir Kubisch mal. Aber das können wir auf jeden Fall nicht auf uns sitzen lassen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch eine Runde Kubisch aufnehmen, die wir gewinnen. Wir müssen jeden Modus hier mal gewinnen und zeigen, dass wir es drauf haben. Die anderen Modus waren jetzt echt alle der erste Versuch, bis auf Pinball. Pinball war, haben wir einmal schon vorher getestet, ansonsten der Rest war erster Versuch. Und direkt beim ersten immer gewonnen. Pinball haben wir auch beim ersten gewonnen, kann man ja dazu sagen. Oh, 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 oh. Da war Gary noch dabei, aber der musste weg und dann haben wir gesagt, wir nehmen zu zweit auf wieder. Der Magic Würfel. Wow, uncool. Er geht einfach nicht mehr von der Wand weg, ne? Nee. Du kannst dir voll gegen die Wand hauen und er fällt einfach quasi direkt von der Wand wieder runter. Und dann, wenn du mal damit rechnest, dass er an der Wand hängen bleibt, dann springt er randommäßig irgendwo hin. Der Text ist, glaube ich, einfach den Ball in die Luft zu halten. Ganze Zeit. Ja, natürlich, aber das schaffst du bei drei Spielern nicht, die ganze Zeit den Ball in der Luft zu halten. What the fuck? Hast du das gesprengt? Ich hab den Gegner gerannt und du wirst gesprengt? Ich dachte, der Gegner wurde gerade gesprengt. Oh fuck. Ah, schön. Alter! Hier gibt wohl, wenn ich irgendwie schubst, ne? Ich
Ja. Komm schon. Der Besten ist nicht drin. Wenn er jetzt daneben geschwungen wäre. Wenn er jetzt einfach so auf die Seite weggesprungen wäre, weißt du, ne? Ja, ja. Aber es war ein geiler Pass von Engie. Er hat sich halt echt überlegt. Der Ball, ne? Der hat sich echt überlegt. Ja, der wollte es wissen, du. Er bleibt wieder an der Wand. Und jetzt geht er weg von der Wand. Ist so klar. Es ist so klar. Immer noch. Ja, natürlich. Ja. Das geht schon noch ein Tor. Hab ja gerade gesehen, wie schnell das geht. Einmal von der Mitte getroffen und der fliegt ja rein. Aber muss ihn halt einmal gut treffen, ne? Und das ist halt mit dem Würfel noch ein bisschen schwieriger als mit der Kugel. Weil die Kugel ist berechenbar. Yes, das war nice. Der Doppelshot. Das habe ich gesagt, in der Luft halt. Ja. Weil ich in der Luft gehalten habe. Ja, ja, wir haben. Das war der Doppelshot. Du hast ihn hoch und dann zusammen. Nice. Ja, sobald er im Boden toucht, dann verschießt du einfach. Es ist so. Ja. Also bleib mal hinten. Ach, die Geräusche, wenn sich das Nitro auflädt, klingt so geil. Bleiben wir noch die letzten Sekunden hinten. Sicherer. Oh, leck, Alter. Null. Er muss doch nur noch auf den Boden. So, ich fahre als zweiten an mit. Oh. Oh, random Hüpfer. Nein. Oh, leck. Oh, leck. Nice. Oh. Nee, ich krieg den nicht in die Mitte rein. Oh, der springt voll random von der Wand. Nein, der bleibt einfach an der Wand liegen. Ich dachte, der springt einfach voll random. Oh! Yes, nein, yes, er dreht sich einfach weg. Nein. Das war der Würfel-Style. Er hat einfach die Richtung gewechselt, die er geflogen ist, weil er auf der Ecke gelandet ist. Der wäre rein, wenn es ein Ball gewesen wäre. Jetzt springt er. Aber war gar nicht so... Oh, war gar nicht so. Ich mach noch mal rein. Er kommt einfach. Er kommt einfach. Yes, yes. Nein. Ihr müsst kein anderes Spiel spielen. Jo, wir müssen kein... Also wir haben jetzt alle Runden einfach auf First Try gewonnen. Am Anfang, wo ich hergekommen bin, habe ich gesagt, wir gewinnen alles, Alter. Ja, und? Aber Sache, wir gewinnen alles. Weil King Internet die da ist, Alter. King Internet. Ja. Bestimmt. King Internet, er ist einfach Boss. Ja. Ja, das war jetzt die erste Runde, ne? Genau. Und eine Runde haben wir jetzt noch vor uns. Mal gucken, was wir jetzt für einen Modus bekommen. Oh, meine Torschuss. Meine Schussquote ist wieder 100%. Ja, wie immer. Markus schießt einfach immer einen Schuss und der ist drin. Ja, ich habe eine Vorlage gemacht und der ist drin gewesen. Also 100% alles. 100% alles. Endlich. Jetzt könnt Engie nur noch mal hier auf Ready drücken und dann könnten wir auch in die nächste Runde starten. Oder er wird jetzt rausgekickt, das kann auch sein. Naja. Ja, toll, jetzt haben wir wahrscheinlich einen AFKler dann bei uns oder so. Vielleicht ist es nur kurz auf Klo oder so. Nee, er ist nicht auf Klo. Nicht? Oder weißt du das? Der Motor läuft. Also er gibt Gas. Lass du mal deinen los? Hab ich. Schon immer. Die ganze Zeit. Okay. Ja, dann gibt der Gas, stimmt. Okay, wir spielen wieder Strandball. Strandball. Gigantisch, langsam, super. Ja, das hatten wir ja schon. Das war unsere allererste Runde, ne? Ja. Ja. Also es scheint immer wieder dieselbe Reihenfolge zu sein. Das heißt, wir sind jetzt dann einmal durch. Oh, leck, Alter. Das heißt, in den nächsten Aufnahmen geht es dann erstmal wieder mit Ranked weiter. Aber die Aufnahme jetzt auf jeden Fall mal noch Strandball. Mal schauen, ob das diesmal in 20 Minuten Spiel wird. Oh.
Ja, für drei Mann im Tor stehen und abblocken. Ich glaube, so kriegen wir keinen rein. Ist auch eine gute Taktik einfach. Einfach sich hinten reinstellen und Konterspiel. Konterspiel funktioniert mit einem langsamen Ball nicht. Oh fuck. Oh, ich hab Ballzauberei bekommen. Nice. Schade. Oh Mann, ey. Okay. Voll dick, Alter. Natürlich. Boah. Über Eis gedrückt. Ich könnte mich eigentlich echt mal hinten reinstellen, so ein bisschen meine Torwart-Dinger farmen. Ich kann mit dem Ball einfach mega farmen, so Glanzparaden und so. Nein! Oh! Was? Er wurde schon weiß, aber der kommt wieder. Ich lass durch. Das wäre mir nicht reingepasst, der nächste Fall. Boah. Ja, crazy, ey. Also bei dem Ball funktionieren halt Fallrückzieher einfach richtig gut. Boah, nein. Wir müssen, glaube ich, den ihren Torwart da noch rauskicken. Hier, diesen Pablo-Typen. Ich habe ihn rausgerollt. Nee. Yeah. Ich hab den Pablo, den Onkel, Dings hier einfach aus dem Tor rausgeschoben, weil der stand genau da, wo der Ball reingerollt ist. Der hätte den halt sowas von gehalten im Normalfall. So, jetzt heißt es eigentlich hinten reinstellen, ne? Soll ich mich einfach hinten reinstellen? Ich glaube, ich stelle mich jetzt hinten rein. Jawohl. Ja, ist klar, ich habe auch noch eine Vorlage dafür bekommen. Ja stimmt, ich hatte den letzten Ballkontakt vor dem von uns. Boah. Alter, krass. Lol. Und zwei von denen haben einfach verlassen. Oh. Und da kommt er. Alter. Zauberei. Zwei neue kommen rein. Aber es ist schon mies, wenn du, wenn du in so eine Lobby reinschaltest, einfach schon 2-0 hinten liegt in dem Modus. Da bist du auch so ein bisschen gefickt. Dann hast du verloren, Alter. Naja, nicht unbedingt. Wir dachten anfangs erst ein Tor ist unmöglich, dann haben wir eins geschossen, dann dachten wir zwei Tore sind unmöglich, jetzt führen wir einfach 2-0. Vielleicht sind ja auch drei Tore unmöglich. Da, die machen gerade den Anfang. Ja, ist ja... Es reichen denen ja zwei Tore. Aber in zwei Tore in 50 Sekunden wird halt schon krass, vor allem wenn ich jetzt im Tor stehen bleibe, was ich jetzt tun werde. Dabei ist langsam ist es dann. Ja, ha, ich habe ihn weggeschoben. Und die LNG-Dinger haben direkt wieder das Spiel verlassen. Hier ist ein Robber. Nein. Boah. Jo.
Level rein! Also 3 Tore, gehen. 3 Tore sind eindeutig, wirklich. Ja Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Aufnahme von Rocket League. Wir haben euch mal alle Sondermodi gezeigt, die jetzt im Mutator dabei sind. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr könnt nochmal so random shit ein bisschen spielen, aber da können wir leider nur dann gegen Bots spielen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin, Servus und Ciao.